Einmal im Jahr treffen sich die Freunde der elektronischen Tanzmusik zu einem netten, feinen Familientreffen. Auf der Mainwiese in Hanau heißt es dann Love Family Park. Benötigt man an einem Sonntagnachmittag außer Nightlife 4X und Sonnenschein noch? Richtig, die Liebe. Und deswegen sind wir für euch zum Love Family Park 2011 nach Hanau gefahren. Bereits zum 16. Mal findet das Festival hier auf den wunderschönen Mainwiesen in Hanau statt. Und die Veranstalter haben sich wieder ordentlich was einfallen lassen, um die Herzen der rund 20.000 Besucher glücklich zu machen. Dem diesjährigen Motto Join the Love Family sind wieder viele DJs gefolgt, wie natürlich Sven Feeth, Karotte, Matthias Tanzmann, Dominik Eulberg und viele, viele andere. Der Ben hat nachher noch ein knackiges Interview für euch vorbereitet. Und ich schaue mich jetzt mal um, denn hier gibt es eine Menge zu sehen und zu hören. Also kommt mit! Dominik, Love Family Park ist immer was Besonderes hier aufzulegen, oder für dich auch? Auf jeden Fall. Also das Wetter ist zwar heute nicht so toll, aber die Leute sind toll. Ja, du hast auch kräftig gerockt auf der Bühne. Ich glaube, im Moment ist es bei dir am vollsten gewesen auf der Bühne. Wie ist dein Eindruck hier von den Leuten, vom Feedback? Ist das wirklich was Besonderes hier zu spielen? Fühlst du auch den Spirit des Love Family Parks hier? Auf jeden Fall. Also ich komme ja auch hier aus der Gegend, von daher habe ich auch einen Bezug. Ich weiß, was die Leute hier wollen, mögen und ja, also ich, alle spielen so langweiliges Hauszeug und ich wollte heute auch mal ein bewusstes Kontrastprogramm dazu schaffen, mal wieder ordentliche Rave-Mucke spielen und ja, die Leute haben es gemocht und angenommen, war super. Ist es dir gelungen? Was läuft jetzt noch bei dir? Du kommst ja auch direkt vom Auftritt von gestern. Geht's jetzt erstmal ins Bettchen oder feierst du hier noch ein bisschen? Ja, ich komme direkt aus dem Berghain, da habe ich von 4 bis 8 gespielt und musste dann direkt hier hinkommen. Das heißt, ich habe noch gar nicht geschlafen. Ich fange noch jeden Moment die Augen zu. Hallo, hallo, also, Moment. Und ja, ich bleibe jetzt noch hier und dann gehe ich heute früh ins Bett. Okay, danke dir. This is fucking house music. Der Robin von der Cosmopop ist bei mir. Servus! Grüß dich, Ben, na? Ja, also kann man sagen, läuft gut, oder? Kann man sagen, da bist du ja wieder. Letztes Jahr haben wir uns in Stuttgart gesehen, das war im August, ne? Ja, auf dem Day Night Festival. Ja, jetzt sind wir zum ersten Mal am Love Family Park. Eine Riesenveranstaltung. Ich bin sehr überrascht. Wirklich eine geile, sehr gelungene Veranstaltung. Wie habt ihr denn umsetzen können dieses Jahr? Nach den ganzen neuen Regeln, die es da gab, nach dem Unglück im letzten Jahr in Duisburg? Wir haben es eigentlich umgesetzt, wie
wie gehabt, wie bisher. Die Veranstaltung ist ja über Jahre gewachsen, die Strukturen sind gewachsen. Das Sicherheitskonzept der Veranstaltung ist entsprechend mitgewachsen. Wir haben schon letztes Jahr, also weit vor Duisburg, aus eigener Initiative den ganzen Maßnahmenkatalog nach oben geschraubt und wirklich alle Eventualitäten berücksichtigt, von Massenpanik, Sicherheit und so weiter und so fort, und wirklich mit den Behörden zusammen hier ein ganz einwandfreies Sicherheitskonzept erstellt. Insofern gab es für uns jetzt gar keinen Nachbesserungsbedarf, und es war auch nie Thema bei irgendeiner Ämterrunde, das Ganze nochmal zu überprüfen. Sehr vorbildlich und vorausschauend vor allem. Proaktiv, ja, nennt man das. Okay, jetzt habt ihr ein fettes Fest hier auf die Beine gestellt, ein riesen Line-Up, ihr habt drei Bühnen, wir konnten uns schon ein bisschen umgucken, ein paar Leute haben schon gespielt. Jetzt gleich als Highlight Sven Feeth, die letzten Stunden, ich glaube, der macht heute ein 8-Stunden-Set oder was? Der Sven spielt heute 7 Stunden. 7 Stunden, genau. Ja, das ist immer so ein bisschen das Highlight bei euch. Was gibt es sonst noch Besonderes? Wer legt noch auf hier heute? Auf jeden Fall immer das lange Set vom Sven. Dafür steht auch die Veranstaltung. Er ist auch das Gesicht des Love Family Parks. Hat uns all die Jahre auch die Treue gehalten. Ansonsten haben wir unheimlich viele Newcomer dieses Jahr. Also Kollektiv Newcomer im Sinne von, sie waren noch nicht bei uns gewesen. Ah ja, okay. Wollte ich gerade sagen, weil das Line-Up spricht eigentlich nicht für Newcomer. Ja. Kollektiv Turmstraße sind neu dabei. Frivolos, Robert Dietz, Sascha Dive, Matthias Kaden und Daniel Stefanik, die haben Back-to-Back gespielt. Das war sensationell, hat mir da ein paar Minuten Zeit genommen und reingehört. Nachher spielen noch Luciano und Ricardo auch Back-to-Back. Ich glaube, das wird auch nochmal ein Highlight. Und ansonsten, ja, die ganze Veranstaltung ist eigentlich recht schön. Und ist auch für uns als Veranstalter, im Gegensatz zu den Nachtveranstaltungen, die wir machen, wesentlich leichter zu produzieren, weil du eben morgens früh aufstehst, du gehst mit dem Tag in die Veranstaltung, abends um 10 bist du quasi fertig mit dem Ding. Also, Viel entspannter. Okay, ihr macht ja noch eine Tagsüberveranstaltung. Die Kiesgrube findet ja auch unter eurer Regie statt oder mit eurer Regie. Wie läuft es denn da die Saison? Sehr gut. Wir hatten bisher relativ viel Glück mit dem Wetter. Also hatten, ich glaube, 5 Veranstaltungen schon gehabt. Marco hat gespielt, Loco Dice war da, Karl Cox und viele mehr. Und macht unheimlich viel Spaß. Ist eher eine kleinere Geschichte. Also immer sonntags, wenn die Sonne scheint, ist es offen. Eine wunderschöne Beach-Location in Neuss bei Düsseldorf. Ja, dann würde ich sagen, wir sind mal ganz gespannt, was heute hier noch passiert. Ich danke dir auf jeden Fall fürs Interview. Wir sehen uns ganz bald wieder, da bin ich mir sicher. Vielleicht sogar auf der Kiesgrube. Day Night Festival steht auch schon vor der Tür, und Kiesgrube sind wir sehr gerne mit dabei. Alles klar. Danke dir. Bis dann. Tschüss. Und ich möchte mal ganz kurz fragen, wie ist denn dein Statement zum Love Family Park 2011? 2011, das erste Mal dabei, aus der Schweiz direkt hierher gekommen, und es ist einfach nur geil. Super. Und für dich? Super schön hier, oder wie findest du es? Super. Aus Zürich direkt nach Frankfurt. Super. Why are you here? To party. Okay, you like it very much? Yes, I like it. We love it here. Wie gefällt es euch denn dieses Jahr? Sehr gut. Nur leider spielt das Wetter nicht unbedingt so mit, aber es ist trotzdem sehr gut. Aber die Stimmung, wie ist die? Weltklasse. Super, super genial. Also echt der Hammer. Kein Stress, alles gut drauf. Also einfach nur überragend. Kommt ihr wieder? Ja klar, jedes Jahr. Gleich noch mit Ricardo Villalobos, ein B2B-Set. Okay, Luciano, it's not your first time here, right? No, it's I don't know how many times I played here, but it's definitely one of my favorite festivals in Germany. It's your favorite festival? One of the favorite festivals. What's the reason about it? Because it's done by friends, it's really well done, it's very well thought. Also the way the whole scenery is built, and of course the lineups are always really interesting and really good people and a lot of friends.
And you're going to play B2B with Ricardo. Back do you back. Like it? Do you like it? No. Or do you like it more solo, to play solo? No, I love playing with Ricardo. I do this since years, and he's one of the greatest artists I know. And of course, I love playing with Ricardo, of course. He's like my brother. Zwei Touristen hier getroffen auf dem Love Family Park. Der Phil Fultner ist da und der Ante Perry. Ja, wo kommt ihr denn her? Aus München quasi. Wir haben gestern Phil und ich im Pascha gespielt und haben 2,5 Stunden geschlafen und sind dann mit dem Zug hier entspannt rübergereist. Ja. 2,5 Stunden? Ja, das kann ich unterbieten. Ich war noch in der Milchbar, hab mich noch breitschlagen lassen. Und dann hat er eine Stunde unter Freunden, eine Stunde gedöst. Und wenn er mich nicht wach geklingelt hätte, dann hätte ich das auch noch extended, auf jeden Fall. Wie sah es aus? Von langer Hand geplant oder kurzfristig entschlossen, hier vorbeizukommen? Nee, von langer Hand geplant. Also ich bin glaube ich, jetzt das vierte Mal hier und seit dem ersten Mal ist klar, dass ich da jedes Jahr hinfahre. Ist das die größte Veranstaltung für euch des Jahres? Findest du richtig gut, so als Privatperson mal hinzugehen? Also ich bin hier als Privatperson, ja, und feiere einfach, was das Zeug hält, ja. Und ich meine, man trifft eine Menge Leute, die alle gut drauf sind. Ja. Dann können wir ja in 3 Stunden nochmal ein Interview machen. In 3 Stunden können wir nochmal ein Interview machen, das ist dann bestimmt lustiger. Das glaube ich auch. Okay, was liegt bei euch an in nächster Zeit? Was Besonderes? Boah, ja, einiges. Ach komm, bevor du wieder anfängst, eine halbe Stunde zu erzählen. Ja, lass genieß die Party, feiert schön. Wir sehen uns später bestimmt nochmal. Deswegen lasse ich euch jetzt mit den letzten Bildern allein und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!